Liebe Gamer, willkommen zur dieswöchigen Testserver-Session. Letzte Woche musste ich leider pausieren, da konnte ich euch kein Video machen. Dementsprechend heute mit ein bisschen mehr Info. Was gibt es Neues? Wir haben drei Roboter, die ich euch vorstellen kann, und zwei Waffen. Alles Prototypen, die aber schon teilweise für Januar geplant sind. Als erstes haben wir da den Hellburner. Den seht ihr ganz links hier im Hangar. Ich gebe euch schnell die Daten. Auf Level 8 hat er 118.000 Lebenspunkte, kann mit 58 km/h laufen und seine Fähigkeit nennt sich Overload. Was bedeutet das? Wenn man die Fähigkeit aktiviert, bekommt man einen Speed Boost, also einen Aufschlag auf die Geschwindigkeit von 100%. Und am Ende dieser 7 Sekunden, eines 7 Sekunden Timers explodiert der Roboter. Entweder er macht das von sich aus, dann hat er einen Explosionsradius von 55 Metern mit einem Schaden von 27.100, den er austeilt. Wenn er in dieser Zeit zerstört wird, ist der Radius etwas größer mit 70 Metern, der Schaden allerdings kleiner mit 13.550, also gerade die Hälfte. Während dieser Overload-Fähigkeit verliert er 10% seiner Haltbarkeit. Es gibt einen Cooldown von 3 Sekunden, was auch immer das heißen mag bei der Geschichte, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Und schließlich, er hat einen schweren und einen leichten Waffenplatz. Ja, ansonsten kennt ihr den Hellburner ja schon, ich hatte den ja vor einiger Zeit schon mal vorgestellt, dann wurde er wieder vom Testserver runtergenommen, jetzt ist er wieder da. Wird sich im Kampf zeigen, wie sich das Ganze darstellt. Der zweite Roboter, den ich euch vorstelle, der ist letzte Woche auf den Testserver gekommen, der ehemals Exorzist. Man hat sich seitens Pixani gedacht, das ist kein passender Name, wegen eines, naja, christlichen Anklangs, warum auch immer man das gedacht hat. Auf jeden Fall heißt er jetzt Spectre. Und man hat einiges an seinen, nach massiven Beschwerden, einiges an seinen Daten gedreht. Auf Level 8 hat er jetzt 78.000 Lebenspunkte. Ist damit nicht mehr ganz so stabil wie beim letzten Mal. Kann mit 53 km/h laufen. Auch das ist runtergenommen worden, ich glaube von 58 km/h. Seine Fähigkeit ist das Descent oder Descent. Das ist das gleiche, was der Inquisitor auch hat, also Springen und Tarnen. Also die Tarnfunktion wird ausgelöst, sobald der Bot springt und hält 5 Sekunden lang an oder noch an, nachdem der Bot gelandet ist. Den Cooldown, also die Erholungszeit hat man etwas raufgesetzt auf 24 Sekunden, ich glaube von 21 waren das mal. Und auch die Reichweite, mit der er springen kann, wurde runtergesetzt. Und das Ganze immer noch mit 4 mittleren Waffenslots. Man sieht ja hier, ich habe ihn einmal mit Tarons und einmal mit Orkans ausgerüstet. Das ist schon recht heftig. Der dritte Roboter im Bunde ist der kleine Strider, den seht ihr hier. Der hat auf Level 8 1005 Lebenspunkte, kann mit 58 km/h laufen und hat wie die Korean Bots die Fähigkeit zum Dash. Aber nicht mit 2 Ladungen, sondern gleich mit 5. Er braucht 12 Sekunden, um die Fähigkeit wieder aufzuladen und hat 2 leichte und einen schweren Waffenplatz. Also ein flinkes kleines Wiesel. Und zu guter Letzt die beiden Waffen. Das eine ist die Vortex, die habe ich jetzt nicht mehr mit ins Setup genommen. Die habe ich schon so oft gezeigt und an den Werten hat sich nichts geändert. Auf Level 8 19.500 Schadenspunkte, 350 Meter Reichweite, 10 Sekunden Nachladezeit. Ist genau das gleiche. Wenn ihr sehen wollt, wie die aussieht, schaut euch bitte meine anderen Videos an. Man hätte natürlich den jetzt Spectre mit 4 Vortex ausrüsten können. Aber ich habe schon ein paar Spiele gemacht. Die kleinen Strider sind so schnell, die trifft man überhaupt nicht damit. Insofern ist es vielleicht auch sinnvoll, dass ich den nicht mit drin habe. Und zum Schluss noch eine neue Waffe oder der letzte neue Waffenprototyp, den es vorzustellen gilt. Das ist die sogenannte Dragoon. Die seht ihr hier auf dem Fury. Ich zeige es euch mal schnell in etwas näher. Ja, also Vorschaubilder gab es diesmal wohl gar keine. Dementsprechend müssen wir ganz rein. Die Dragoon sieht so aus. Sehr futuristisch. Was kann die Dragoon? Die hat ein Magazin mit 6 Schuss. Jeder Schuss verursacht 4.800 Schadenspunkte und das Ganze auf einer Distanz von 550 Metern.
lädt während des Schießens schon nach, beziehungsweise man kann auch abfeuern, wenn das Magazin nicht komplett geladen ist. Wenn man es komplett laden möchte, dauert das 12 Sekunden. Ja, das dazu. Damit habt ihr alle Daten und Fakten des dieswöchigen Tests. Durch das Line-Setup bin ich auch schon durchgegangen. Insofern gehen wir einfach mal direkt in den Kampf und schauen mal, was sich mit diesem Line-Up so erreichen lässt. Da sind wir auch schon. Wir spielen am Powerplant. Es ist zwar in Vorherrschaft und trotzdem möchte ich mich erstmal schnell auf dem Feld bewegen. Deswegen gleich mal den kleinen Strider. Ja, der hat ein bisschen sehr spielerige Beine, aber ist brutal schnell, wie man sieht. Ratzfatz war ich beim ersten Leuchtfeuer. Ach, da ist einer, der hat es direkt als Beacon Farmer. Ausgerüstet. Da oben steht einer. Okay, ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Das war eine komplette Vortex-Ladung von einem Spectre. Ja, viermal die Vortex, das tut halt schon richtig weh. Schauen wir mal, was da drüben so rumläuft. Sehr spannend. Da fliegen irgendwie die Teile die Gegend. Und dieses Detonationszeichen, das scheint ein Hellburner zu sein. Ah, okay, der scheint inzwischen mehrfach explodieren zu können. Deswegen die 3 Sekunden Abkühlzeit. Und deswegen auch dieser Verlust. Also, man kann diese Funktion mehrfach benutzen, büßt jedes Mal nur 10.000 seiner Lebenspunkte ein, kann aber natürlich ordentlich austeilen, wenn man derzeit nicht verdeppert wird. Das ist natürlich sehr spannend. Das erinnert so ein bisschen an die Waffe, die vielleicht mal so vor ungefähr einem Jahr war das, auf dem Testserver aufgetaucht war. Da hätte ich nachladen sollen, genau, Fehler auf meinerseits. Da gab es ja schon mal so eine Waffe, die eigentlich auch mehr so einen Flächenschaden verursacht hat. Kann man einfach zünden, das sah aus wie so ein EMP, also ein elektromagnetischer Paralysepuls. Was die neuen Bots machen, ist auf jeden Fall das Spiel schneller. Wie man hier sieht, also die Lutze ist hier richtig am Abgehen. Alle Bots sind inzwischen brutal schnell. Dann kommt ja kaum noch ein Ziel hinterher. Mit der richtigen Vorhalt inzwischen schießen, wenn man die Gegner überhaupt trifft. Aber nochmal zurück zu dieser Waffe. Es gab mal so eine Art Pulswaffe, so eine EMP-Kanone. Die konnte dann auch einfach alle Gegner im Umkreis vernichten. Das ist jetzt scheinbar
diesem neuen Waffentypus, beziehungsweise mit diesem neuen Robotertypus, mit diesem Hellburner, tatsächlich einfach auf den Testserver zurückgekehrt oder überhaupt zurückgekehrt. Ja, 4 Orphans sind halt schon brutal, ne, wenn man das sieht. Ich meine, der hat nicht mehr allzu viele Lebenspunkte, 78.000, aber die waren innerhalb von einer Sekunde weg. Auch eine spannende Kombination, das ist die Lagoon, die ihr hier gerade seht. Und ihr seht ja auch, die Waffe macht richtig viel Schaden. Sowohl gegen mich eben angewandt, als auch von meinen Mitstreitern geschossen. Ja, vielleicht auch gerade vorhin geworfen, also schon heftig. Ich werde zwar nicht mehr in den Genuss kommen, aber ich kann es euch mal zeigen, also das ist die Lagoon. 6 Schuss, dann ist das Magazin leer. Und bei der Heftigkeit auf dem Fury macht das, ja, sagen wir mal, so um die 80.000 Schaden auf Level 8. Und das auf eine relativ hohe Reichweite mit 550 Metern, das tut schon ordentlich weh. Gut, Schilde kann es nicht durchdringen, das Ding. Aber Schaden macht es trotzdem jede Menge. Was ich auch nicht zeigen könnte, war der Hellburner, zumindest nicht, wenn ich ihn benutze. Aber habt ihr gesehen, wie andere ihn benutzt haben. Also jetzt erklärt sich für mich auch diese 3 Sekunden Nachladezeit oder Cooldown, wie man das nennen möchte. Der Hellburner, der stirbt nicht mehr, wenn er explodiert. Der löst vielmehr eine Schockwelle aus. Und wenn er denn noch genügend Lebenspunkte hat, er büßt 10% seiner Lebenspunkte ein, kann er damit weitermachen. Und nachdem es eben keine fixe Zahl ist, sondern nur prozentual gesehen, kann er das eigentlich unendlich machen, solange er nicht zerschossen wird. Ich meine, weil 10% von 10 Lebenspunkten, dann hat er immer noch 9. Und kann immer noch durch die Gegend rennen. Insofern ist das natürlich, je öfter man diese Fähigkeit benutzt, umso interessanter. Man muss es halt nur überleben. Ja, schauen wir schon aufs Ranking. Auch sieht ja ganz gut aus. Die meisten Leuchtfeuer geholt, mit Abstand die meisten Punkte gemacht. Und das sind mit gerade mal 3 Robotern. Also das zeigt ja schon, dass die Roboter massiv overpowered sind. Besonders der Spectre, der ehemalige Exorzist, ist mit seinen 4 Waffenblätzen halt massiv overpowered. Also man hat ja gesehen, ich habe den anderen Exorzisten, der mich gar nicht richtig wahrgenommen hat, innerhalb von einer Sekunde mit den 4 Orkans einfach zu Brei geschossen. Das macht ja schon fast keinen Spaß mehr. Andererseits muss man sagen, die Bots sind inzwischen ja auch sehr schnell geworden alle, also es gibt ja kaum noch welche, die unter 50 km/h laufen. Da ist es natürlich schwierig, solche Orkans ins Ziel zu bringen. Das Spiel wird halt sehr fast-paced, also sehr, sehr schnell. Das ist ja auch etwas, was Pixonic schon immer wollte, dass die Spiele schneller vorübergehen. Ich finde, da geht ein bisschen die Taktik verloren dabei. Ja, schnell ist ja schön und gut, actionreich auch, aber es geht ja nicht nur ums Ballern und Schießen, man sollte auch ein bisschen Fähigkeiten ausbauen können. Und wenn es wirklich nur noch darum geht, wer die schnellsten und stärksten Bots hat und den Gegner möglichst schnell überrennt, weiß nicht, ob das so viel Sinn an der Stelle macht. Na gut, ihr habt auch die Dragoon gesehen, nicht von mir in Action, sondern von den Gegnern bzw. von meinen Mitstreitern. Heftige Waffe, große Reichweite, großer Schaden, ziemlich übel. Ja, den Spectre habe ich eben schon erwähnt. Der Strider, übelst schnell, 5 Dashes, der kann also ganz schön viel Weg machen. Hält natürlich nicht viel aus, aber so schnell wie der schon im Grundmodus ist, trifft man ihn halt auch kaum. Es sei denn, man bleibt aus Versehen stehen wie ich und kriegt dann die volle Ladung Vortex ab. Dann geht man relativ schnell kaputt. Naja. Das war's dann auch an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, ich konnte euch einiges näher bringen, was auf dem Testserver so abgeht und in der nächsten Zeit wohl auch auf den Live-Server kommt. Manches sogar schon
dem nächsten Update im Januar. Falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über Kommentare freuen, natürlich auch über Abonnenten. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das nächste Mal wird im neuen Jahr sein, das hat Big Sonic schon angekündigt. Insofern frohe Weihnachten für alle, die Weihnachten feiern, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis dann. Macht's gut, ciao.